So, herzlich willkommen zu Klickerjungen Folge 56 und ja, es ist doch gerade mal 8 Uhr. Pläne haben sich geändert. Die Aktion wurde auch Donnerstag verschoben. Von daher heute doch planmäßig wieder. So, mal gucken, welche gekommen sind. Aha, da sind wir. Wir können uns gleich Atlas kaufen. Also, doch, okay. Wir können uns tatsächlich gleich Atlas kaufen. So, wir haben einen Fisch, sehr schön, ein Ruby. Wow, es fehlt gerade noch 2 Rubies. Dann können wir uns unseren nächsten Autoklicker kaufen. Ich habe mir auch überlegt, wir warten doch noch mit der Transcension ein bisschen. Ich meine, es läuft jetzt gerade extrem gut, ne? Also verglichen mit vorher natürlich. Wie man sieht, das Hochleveln unserer Agents hat sich ausgezahlt gemacht. Wir erreichen jetzt schon 500, also Level 500, und bekommen bis Level 500 mehr als 4000 Hero Souls. Das ist geil. Das heißt, 2 Ascensions und wir haben unsere 10.000 Hero Souls, die wir ursprünglich einfach mal angestrebt hatten, endlich mal im Petto. Geil. Finde ich cool. So sollte das eigentlich schon viel früher sein, aber es ist auch schön, dass es jetzt endlich so ist. So, gucken wir mal, was hier los ist. Aha, Gold. Haben wir da... Oh. Ja, die werden uns gut schmecken. Wir nehmen mal dich, dann können wir uns nämlich direkt Atlas kaufen. Das ist geil. Juhu, Atlas, wir lieben dich. Bop. Kommt das wieder raus? Dann können wir jetzt gleich noch weitermachen. Das ist geil. Autoklicker bitte mal darauf. Bop. Dankeschön. So. Okay. Wir haben Guilds. Frostleaf. Lol. Ach man, dass man hier immer raufklicken muss. Beastlord, naja, geht so. Frostleaf, yay! Ivan ist jetzt eher so uninteressant. Alexa, auch nicht so. Shinobi, interessant. Also wie viele? Ja gut, klar, weil wir jetzt so viele neue Levels geschafft haben. Armenhaupt, der kleine Wichser. Der kriegt doch von der Außenwelt eh nichts mit, so eingewickelt wie er ist. Schon wieder Frostleaf. Halleluja, kann man bitte Atlas was bekommen? Wobei Atlas hat jetzt sogar schon was. Ha, Dread Knight! Oh, das war schon. Schade. Und wir haben schon wieder Kreativ-Holz bekommen. Jetzt haben wir 4500. Das ist geil. Das freut mich, das gefällt mir. Ja? Genau so muss das sein. So. Was haben wir hier? Level Admin, Level Buberus. Chance of Primal Boss. Ja. Boss Life. Ja. Haben wir schon was mit Primal Boss? Mindestens 2% Boss Life. Ne. Was mit Chance of Primal Boss haben wir noch nicht. Wäre tatsächlich mal ganz geil. Von daher gucken wir mal, wie weit wir den hochgelevelt bekommen. Wow. Und ob wir für ihn jemanden opfern könnten. Boss Life, Secondary. Ach ja, das ist hier unser. Nee. Das ist doch unser Libertas. Warte mal ganz kurz. Doch, hier ist Libertas. Plus 900%. Der hat auch nochmal Libertas 6 Level. Oh, also beide relativ gut. Und der hat bei Libertas gerade. Ach, der hat gar keinen von Libertas oder Salatas.
Ist natürlich schade. Sie erlatt das mir doch. Oh, wieder 300 Hero Souls. Yay! Was machen wir da? Level of Bobo. Nee, also den auf jeden Fall nicht verkaufen. Der hier steht vielleicht noch drauf zum Verkauf. Fortuna, Mimitz, Juggernaut. Gut, aber der gibt uns auch 52% von Twitter-Chests. Okay, ich lasse den hier erstmal drinne. Verkauf. Verkauf. Ja. Nee. Wir bleiben bei den vielen erstmal. So, dann wollen wir mal gucken hier, ne? Du kommst mal weg. Increased Atlas DPS um 100. Oh, nice, da ist sie. Oh, wow, 321. Also genau 321. 4860. Auch eine schicke Zahl. Und noch ein Klicker. Klickbarer. Klicky, klick. Kann sein, dass es langsam echt teuer wird hier. 1,56 Gold. Na, das dürfte doch gleich zusammen haben. Boah. Jo, das nenne ich mal Glück. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Eine Chest, die so schon ordentlich Geld pumpt. Und dann hat ausgerechnet die Chest dieses 10-mal Gold-Bonus bekommen. Holy moly, what the moly. Dankeschön. Na, da reicht nichts mehr. Schade eigentlich. Aber gut, hat auch so gut gereicht. Auf damit hier. So, dann gucken wir mal, wie wir hier gerade bekommen haben. Aha. King Midias. King Midas, klar. So, und Abaddon. Mhm, interessant. Und Tree Beast. Mhm. Ah ja, leck mich am Arsch. So. Okay. Nicey, nicey. Gleich ist er Level 50. Kriegt er das nächste Upgrade. Increase Atlas. Also, auch wieder bei 100. Na. Interesting. So, was ist hier schon wieder los? Boah, Alter. Mittlerweile schon 60. Oh, auch wieder eine schöne Quest. Keine. Ach man, wir brauchen noch 2 Rubine. Das wird doch wohl klappen jetzt in dieser Aufnahme, oder? Hm. Gut. Goldmission übrig haben wir derzeit keine einzige. Ich weiß nicht, ob wir uns die schon krallen sollten, weil die dürfte werden noch, ja, die Stärke wird noch immer ein bisschen. Wir werden noch ein bisschen warten und ein paar Level durchgehen. Das heißt, ich hole mir die wirklich erst, wenn wir hier anfangen zu straucheln. Oh, okay, ich nehme die mal runter. Weil wir brauchen nur noch ein Level und können uns das nächste Upgrade holen. Das ist auch nochmal, oh, nochmal ein schöner Boost. Also sind ja leider bis Level 200 die einzigen Boosts. Sind zwar leider immer nur um 100%, ne? Im Vergleich zu den 400%, also 300% muss man ja sagen. Also Faktor 4 ist 300% plus. Um 300% ist natürlich das hier gesehen ein Witz, weil das verdoppelt gerade mal die Stärke, während die ab 200 halt vervierfacht werden. Und ab Level 1000 verzehnfacht werden. Dread Knight! Yay, wir lieben dich! Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Bin ich gerade auf dem Holzweg oder Bararam? Doch. Nee. Ab Level 2000 kommen die 10er Bonus, oder? Nicht ab Level 1000, ab Level 2000 kommen sie. Von 2000 bis 8000. Was wir auch mal machen könnten, zur Abwechslung mal. Wir schauen mal rein. Wer hat hier wie viel? Also die oben interessieren mich alle gar nicht. Aber hier unten. Boah, Alter, Dreadnought hat schon. Boah, Frosty von Dreadnought haben schon jeweils 5. Ich würde ihn mich hier gerne mal zur Abwechslung ein bisschen hochleveln. Weil wir haben gerade ganz schön viele Hero Souls. Da könnten wir ihm durchaus so, ich sag mal, 4 geben. Na, dann hat er auch 5. Hat er auch 5 und hat nochmal praktisch den dreifachen Schaden wie jetzt. Ne, nicht ganz. Aber so ungefähr.
Die Frage ist, wie mache ich das hier bei der Version? Hold Control, the auto confirm you die Geld. Quick die Geld. Hold Shift to give this hero one guild from a randomly selected other hero for 80. Genau, das ist das. Shift. Okay. Oh ja. Okay. Perfekt. Bumm. Ja, jetzt hatte ich auch 5. Das hat uns gute 240 Euro Souls gekostet. Tut jetzt nicht so sehr weh. Vor allem nicht nach der nächsten Ascension. Aber dafür haben wir hier jetzt einfach mal, ist jetzt einfach mal noch. Ne, also so richtig so. Wisst ihr schon. Ja gut, lassen wir das mal. So, da kann da kann wieder der Autoklicker drauf. Wovon wir hoffentlich in der Aufnahme noch den zweiten bekommen. Ich brenne schon drauf. Mal wieder die erste Aufnahme seit langem, wo wir keine Ascension machen, sondern. Hochleveln. Ja, ey, wir haben gleich Level 600 geknackt. Uhuhu. Ja, das müssen wir auch noch erhöhen. Dass hier maximal 8 ist, das müssen wir echt. Echt ein bisschen. Das Problem ist halt, es bringt halt kaum was. Oh, gleich kommt der nächste. Level 75? Ne, Level 100. Okay, da können wir noch ein bisschen. Dann können wir noch ein bisschen. Um nämlich den Wert zu erhöhen, müssen wir leider ihn hier erhöhen. Und das Problem ist halt, ja, er ist relativ kostspielig und hat kaum Effekt. Ich meine, jetzt um 20% erhöhen würde uns zumindest dafür sorgen, dass wir jedes Mal 10 bekommen. Also 20% von den 8 sind ja 2, also 8 plus 2 sind 10. Aber ganz ehrlich, wenn wir hier immer 434 bekommen, dann machen die zwei mir jetzt auch keinen Unterschied mehr. Also, das ist so. Ist ja alles ineffektiv. Deswegen warte ich hier tatsächlich, bis wir. Deswegen wollte ich auch noch ein bisschen mit der Transaction, dass wir hier 20 bekommen, damit wir hier jeweils 10 reinbuttern können. Also hier und bei dem Typen ganz unten. Hier. Dass die beide jeweils um 10 Level erhöht werden. Ja. Ansonsten, ich weiß nicht, was das hier bringt, aber ganz ehrlich, es sieht nicht so aus, als wenn es effektiv wäre. Weil hier wär ein Level 0,05 von bereits 1,05. Das heißt also, damit wir hier überhaupt was spüren, müssen wir ihn um 20 Level hochsetzen, damit wir hier 1,2, nee, damit wir hier 2% hätten. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so viel bringt. Von daher lasse ich die erstmal und konzentriere mich tatsächlich wirklich erstmal auf den hier und auf den da oben. Das sind so meine Steckenpferde derzeit. So. Ja, langsam merkt man richtig, wie viele Twitter-Chats kommen. Hat doch was gebracht, die ein bisschen hochzusetzen. Ein bisschen hochzusetzen. So, wir haben schon wieder Geld bekommen. Slot. Oh, das war schon. Ach, nur einer? Das ist ja diskriminierend. So, was machen wir hier mit? Hier haben wir mittlerweile 1,61. Ich würde gerne damit warten, bis wir hier auch, bis wir den auf 100 haben und dann das Ding gekauft haben. Das kostet aber noch eine Menge. Oh, das kostet noch eine richtig Menge. Ah. Ach, komm hier. Fuck off. Ab. So. Thanks. So. Ah, wie ist das? 352. Da wäre hier, wenn wir zwei mehr bekommen, das würde man nicht mal spüren. Das ist so. Pff. Ja, danke dafür. Von daher können wir darauf auch scheißen. Alter, schon 6000 Hero Souls. Langsam wird's. Das heißt also, bei der nächsten Ascension können wir uns schon richtig Level leisten. Ich meine, wir können mal gucken, wenn wir die hier gleich um. Boah. Alter. 100 Level kosten gerade mal 12.000. Klingt zwar erstmal viel, aber wir haben das bereits in.
Ja. Gerade mal 6 Ascensions raus. Das heißt also, in 6 Ascensions können wir die alle hier um jeweils 100 Level hochleveln. Das ist sowas von. Ja, das heißt, allein in den nächsten Ascensions können wir die alle bereits schon fast auf Level 100 setzen. Also nicht um 100 Level, sondern auf Level 100. Also jeweils 30 Level. Das dürfte kein Problem sein. Alter Schwede, das gefällt mir. Dann können wir auch langsam mal wieder hier die etwas teureren in Angriff nehmen, die leider ja, ein bisschen teurer sind. Theo zum Beispiel wäre auch ganz. Achso, ist auch einer der preiswerten, schon wieder. Aber der hier zum Beispiel, obwohl, nee, der ist halt leider auch extrem teuer. Ist deshalb hier halt der teuerste von allen. Der teuerste von allen bist du. Und meine Mutter gibt's dazu. Mit was? Ja. Von da müssen wir da gucken. Also, aber zumindest können wir ihn um 2 Level. Muss ich mir auch überlegen. Muss ich mir auch hart überlegen. So, was sieht, wie sieht's? Oh, wir haben gleich die Level, ja, doch die Level 200 Marke geknackt. Ab da kriegen wir wieder Vierfach Boost. Oder ja, Vierfach Boost, Dreifach Boost. Ihr wisst, was ich meine. Also auch das Vierfache. Oh, ein neuer. Da habe ich noch nie gesehen. Ja, bis Level. Jetzt muss ich lügen. Bis Level 800 gibt es tatsächlich immer neue Charaktere. Aber alle ab Level 800, glaube ich, gibt es dann keine neuen Bosse mehr. Also, da gibt es zwar Bosse. Aber da gibt es keine neuen Bosse mehr, sondern es sind halt immer die bereits vorhandenen Charaktere hier anwesend. Da hat der Entwickler keine ja, Lust mehr, noch weitere zu entwickeln. Was ich auch verstehen kann, weil es gibt hier durchaus einige Millionen Ebenen. Und Millionen Ebenen durch 5, weil alle 5 Ebenen kommt ein Boss, würde bedeuten, sie hätten 200.000 Bosse malen müssen, wenn jeder Boss hätte einen neuen Charakter bekommen sollen. Das hätte erstens kein Team geschafft, weil das ist ja hier, das ist ja, das Ding ist ja nicht von Ubisoft, ne? Das ist ja hier ein kleines eingeschlagenes Team aus der Nachbarschaft quasi, ne? Hat meine Katze programmiert über Nacht. Und von daher, ja. Von daher ist es schon ganz cool, dass wenigstens bis Level 800 immer mal wieder was Neues reinkommt. Aber dann ist er halt auch gut. So, noch 30 Level. Oh, I'm so excited. Oh my goodness. Da kommt wieder der nächste Bonus. In 5 Minuten, ne? Ja. Oh, in einer Minute. Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Das sind 2,60 E. Reicht das aus, um den hier auf. Ja, locker. Ah ne, 2,60 E. Ha, ne, dann reicht's nicht. Schade. Das ist aber schade. Das ist aber jammer, 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 schade. So, wir haben. Kann man bitte noch ein Klicker kommen? Ha? Ein Klicker erinnert mich. Oh Gott, wie heißt das Spiel? Doch, The Last of Us, das war's doch, ne? Doch, das war The Last of Us, klar. Diesen Klickern da, die da rumklickern. Und damit die anderen Bösewichte ranrufen. So, Bobby, die braucht keine Sau, der kann bitte sterben gehen und zwar sofort, danke. Oh, wir haben genau 7000, also genau 7000 nicht, aber wir haben mehr als 7000. Neuer Rekord. Hier eine schöne Treasure Chest, leider keine 10-fach. Aber ganz ehrlich, war schon geil. Also, was ist hier los? Achso, ja. Na, ich weiß nicht, dass ich solche Sets jetzt schon holen, nee, ne? Das wäre hart Verschwendung. Oh, ein Boss. Gut, ich wollte einfach mal kommen hier. Bam, bam. 2 Tage. Für Katwa 62. Ne? Nee, komm, dann nehme ich mal lieber dich hier. Ups, das habe ich auf Annehmen geklickt. Scheiße. Wow. Der Moment, wenn man auf den Taster ist und dann durch sich bewegen draufklickt. Das ist so. Danke dafür. Wer hat den menschlichen Körper erfunden?
der gehört gesteinigt und gesteinigt. Also nach dem Steinigen quasi gehören die Steine, mit denen er gesteinigt wurde, auch nochmal gesteinigt. Solange bis alle Steine auf der Welt gesteinigt sind. Dann ist die Welt wieder ein Stein. Pokémon! Go, go! Yay, wir haben Level 600 geknackt. Ist doch mal ganz cool. Ich kann mal gucken, ich glaube in der Aufnahme schaffen wir es nicht mal auf Level 200. Das wird doch ganz schön zeitaufwendig gerade. Mhm. Wir haben auch keine Tricks, die wir mal aus dem Ärmel ziehen können. Schade eigentlich. Wie siehst du? Wow, 0%. 0%. Ey, komm, wir leveln mal die hier unten auf. Wisst ihr, hier bräuchte man so eine Angabe wie hier oben, ne? Für euch hier und shit. Prozent, ne? So was bräuchte man mal hier. Einfach mal so 0,000, so drei Bildschirmseiten weiter, 0,001. Kann man einfach runterscrollen. Okay. Gut. Ich würde gerne wenigstens noch warten, bis wir endlich mal noch einen Fisch bekommen, damit wir uns noch einen zweiten Klicker holen können. Mann! Das würde ich schon gerne noch in dieser Aufnahme hier machen. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das Problem ist, diese Autoklicker sind halt vollkommen unvorhersehbar. Mal kommen sie nach 20 Sekunden, mal kommen sie aber auch erst nach 15 Minuten. Ist halt leider Zufall. Also, semi-Zufall, ihr wisst schon. Wenn ein ITler von Zufall spricht, also in Programmen, dann meint er damit nie reellen Zufall, sondern also selten reellen Zufall, sondern meistens ist es ja einfach nur irgendwelche Routinen, die Zahlen extrem stark abstrahieren. Da gibt es ja so einige Routinen, die das machen. Ups. Ja, ein Fisch! Oh mein Gott. We are America. Fuck yeah. Boom. Yay. Spaß, nein. Das ist natürlich dafür, wenn wir denn hier die Transcension machen. Ne? Damit wir dann gleich hier entweder zwei hier drauf haben und damit die doppelte Klickgeschwindigkeit haben. Oder aber, wenn wir denn es benötigen, also zwischen den Folgen zum Beispiel, dass wir dann einen hier auf dem Monster haben und den anderen auf einen Helden, um den dann automatisch mit hochzuleveln, während wir hier weiterklicken. Dafür ist das natürlich gedacht, dieser Kombo von beiden. Aber wir haben endlich zwei Autoklicker. Wow! Jetzt sind wir auf dem Stand, den ich auch bei meiner mobilen Version bin. Wobei ich bei meiner mobilen Version mir schon fast den dritten leisten kann. Beziehungsweise nein, den dritten kann ich mir sogar schon leisten. Hab aber noch nicht gekauft, weil noch habe ich keine Strategie, wo ich den brauche. Von daher lasse ich mir den lieber für Transcensions. Auch wenn die nächste Transcension bei mir noch eine Weile dauern wird. Bei uns hier natürlich auch, ne? Ganz klar. Ich meine, bei der nächsten Ascension bekommen wir hier schon die 10. vielleicht sogar schon die 11. weil ich weiß nicht, wie hoch das hier ansteigt. Wir haben jetzt schon 7. Ne, also nur die 10. Aber die 11. ist dann auch gleich im Haus quasi. Steht dann schon vor der Tür. Und wir wollen aber, wie gesagt, bis 20 Shows. Es kann also durchaus noch ein bisschen dauern. Macht aber nichts. Wir gucken erstmal, dass wir in der nächsten Folge denn hier gut auf den hier auf Level. Ja. Mindestens Level 200. Ich werde einfach zwischen den Folgen wieder hochleveln. Ist ja hier auch die Hand drauf, ne? Sieht man ja. Kann man ja G2 drauf machen? Nee, ne? Geht nicht. Ne, geht nicht. Und dann werden wir mal schauen, wo wir denn in der nächsten Folge sind. Vielleicht sind wir sogar schon weit hinter Level 200. Weil, wie gesagt, ab Level 200 kommen ja die ganzen Booster und dann geht es auch wieder wesentlich schneller. Und dann können wir ja auch hiermit wieder was raushauen. Ich meine, in der nächsten Folge dürften die beide ja zur Verfügung stehen. Das ist jeweils das 1000-fache von dem, was wir derzeit immer haben. Der hier ist erst heute Abend verfügbar. Der hier auch. Ne, der ist erst morgen verfügbar.
Eigentlich lohnt sich so eine Tagesdinger gar nicht, weil, guck mal hier. Das Ding, ja gut, keine Ahnung. Nee, aber im Durchschnitt bringen diese 24-Fach-Dinger gerade mal fünffach so viel wie die 8-Stunden-Dinger. Das Problem ist, zeittechnisch geht das zwar, weil, klar, 8 Stunden durch einen Tag wären 3. Heißt also, wir verdienen praktisch pro Stunde sogar mehr. Aber das Problem ist, wenn wir den hier auf 8 Stunden gesetzt hätten, hätten wir diese Goldinvestition bereits in die Monster investieren können. Und die nächste 8-Stunden-Quest hätte dann schon wesentlich mehr gebracht. Hätten wir die auch wieder investiert, hätte die nächste 8-Stunden-Quest wieder wesentlich mehr gebracht. Das heißt also, unterm Strich bringen 3 8-Stunden-Quests trotzdem deutlich mehr als eine 24-Stunden-Quest. Und noch schlimmer ist es bei den 2-Tages-Quests. Da ist es überhaupt nicht mehr verhältnismäßig. Da würdest du massig bekommen. Deswegen also diese extrem langen Quests lohnt sich eigentlich nur dann, wenn man auch extrem lange idelt. Wenn man jetzt also halt einfach macht und dann das Spiel für eben 2 Tage schließt und dann erst nach 2 Tagen wieder reinguckt, dann bringt das tatsächlich nur was. Aber ansonsten hierfür eine Hybrid-Spielart oder eine aktive Spielart bringt das gar nichts mehr. Ja. Und dann würde ich mal sagen, das war's mit der Aufnahme. Dann sehen wir uns gleich zu Extermination Day wieder. In dem Sinne, schau mit V.